Leck die Ziege. Leck die Ziege. Oh ja. Hey, geh weg. Leck die Ziege. Oh ja. Leck an der Ziege. Schreib meinen Namen auf deine Stirn. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu Road to Vanguard Folge 4 oder 5? 1, 2, 3, 4. Ich glaube Folge 4. In der letzten Folge sind wir von Black Ops 3, das war meine Bestrafung, zu Modern Warfare. Und ihr habt es gefeiert, wie schrecklich Modern Warfare ist. Und ich bin dabei euch. Heute in der Folge wieder Black Ops 3 und ich habe wieder eine Herausforderung von euch bekommen und ich genieße das aktuell ein bisschen. Gehen wir mal rüber. Die Herausforderung, die ich bekommen habe, ist die folgende. Ich muss in einer Runde TDM 15 Kills mit einer Nahkampfwaffe machen. Und dann an dieser Stelle hat er nicht geahnt, was für ein Mist das ist. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe noch nie in Black Ops 3, obwohl ich das seit... Ich weiß nicht, ich habe es 4 Jahre gespielt oder so. Ich habe noch nie in Black Ops 3 irgendwie mit der Nahkampfwaffe gespielt. Und ich habe erst gedacht, ich nehme jetzt die Unsichtbarkeitstarnung. Die gibt es nicht. Was bedeutet, ich nehme die Übersteuerung. Perfekt. Und werde mit der Übersteuerung versuchen, 15 Kills zu holen. Die Bestrafung für diese Runde, wenn ich die 15 Kills nicht schaffe, habe ich mir diesmal selber ausgedacht. Wenn ich die 15 Kills nur mit einer Nahkampfwaffe in dieser Runde nicht schaffe, wird einer derjenigen, der in dem Video hier kommentiert, ein PSN-Guthaben bekommen, in der Höhe der Tode, die ich in dieser Runde kassiere. Das heißt, sagen wir, ich mache 13 Kills mit dem Messer, dann ist die Aufgabe nicht bestanden und einer von euch, und ich sterbe 18 Mal, bekommt eine PSN-Karte von Eneba gesponsert, von mir. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Ich habe mir extra von eurem Werbungsgeld, wenn ihr aufs Video klickt und Werbung seht, ein nagelneues Elgato Wave 3 gekauft. Und weil viele von euch das bestimmt auch sehen und hören wollen und weil Emerald einfach mehr Zuschauer hat als wir alle gemeinsam, hier noch 3 Sekunden ASMR extra für euch. Wenn nicht alle von euch jetzt schon ausgeschaltet haben oder kurz davor sind, meine Adresse rauszusuchen, um mich zu Hause zu überfallen, und ich kann es an der Stelle vielleicht nachvollziehen, lasst uns erstmal gucken, ob ich die Herausforderung schaffe. Und es ist Fringe Nightfall. Ich erinnere mich daran, dass Fringe Nightfall die Kackmap war, auf der man nicht laden konnte. Es ging immer im Balken da unten bis zu so einem Stück und dann ist die Map jedes Mal abgebrochen und es passiert das Gleiche. Leute, dieser Bug ist mittlerweile um die 100 Jahre alt. Dieser Bug ist älter als ich und es passiert trotzdem. Man will in die Runde reinjoinen und es startet einfach nicht. Leck die Ziege. Junge, Junge, Junge. Weil das jetzt wieder Ewigkeiten dauert, bis diese PlayStation neu startet, möchte ich euch gerne etwas zeigen, Leute. Trustly ist zweimal im Jahr euer Partner bei Ineba, damit ihr vertrauensvoll euch eure Games, Keys, sonst was kaufen könnt, zu Preisen, die sonst das ganze Jahr so nicht gehalten werden. Bestes Beispiel, wenn ich hier einfach mal rüber gucke, ist Back 4 Blood. Aktuell so im Hype, ist rausgekommen, Nachfolger von Left 4 Dead 2. Wer auf Zombies steht, wer auf Geballer steht, perfektes Game dafür. Ihr könnt es einfach, achso, ich hab's ja schon mal reingetan. Ihr könnt es einfach bei euch mit reintun. Geht auf sofortige Bankzahlung über Trustly. Das ist ein ganz sicherer Anbieter, so wie PayPal im Prinzip. Ihr bekommt hier den Key automatisch per E-Mail. Geht meistens innerhalb von 60 Sekunden. Ihr kriegt den Key für das Game, in dem Fall für PC, aber auch direkt vor euch. Neuer Versuch, zweiter Versuch, Redwood Snow, eine Remake-Map. Also es gab ja Redwood schon vorher, dann kam die irgendwann in seiner Season, obwohl es halt gar keine Seasons gab damals. Eine der Maps, die, wenn man sich die so anschaut, eher zu den schlechteren Black Ops 3 gehört. Aber wir haben eine Herausforderung. Okay, bei 4 zu 8 haben wir angefangen. Das heißt, ich cheate ein bisschen.
Wenn ich es in der Runde nicht schaffe, nice, der Controller ist auch fast leer, werden wir einfach noch auf eine zweite Runde gehen und ich krieg direkt von Live Ronin die zweihändige irgendwas ins Gesicht. Dann ist das relativ entspannt. Komm, sei geflasht. Okay. Ich hätte, oh mein Gott. Die Gegner sind alle besser. Es ist die schlechteste Map für so eine Waffe. Ich habe kein Movement. Treffen. Ich habe kein Totenstille. Okay. Eins. Zwei. Okay, nice. Nice. Zwei Kills. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei Kills. Wir brauchen nur noch 13 Kills. Haben ja sogar, oh mein Gott. Wir haben sogar ein Thema, Leute. Und ich kann es nachvollziehen, Leute. Man muss dazu sagen, komm her. Das ist die dritte. Komm her. Mist. Keine Chance, die Leute zu kriegen. Jawoll, Digga. Nice, nice, nice. Das sind schon mal 19 Tode für euch. Das heißt schon mal, wenn die Runde nachher zählt, 19. Oh, da kommt einer. Geh weg. Oh mein Gott. Richtig schön 19 Euro PlayStation-Guthaben auf meinen Nacken. Nice, da ist die 20 Euro PlayStation-Guthaben. Wir werden, damit es für euch fair ist, ich werde noch mehr gefickt. Perfekt. Damit es für euch fair ist, werden wir es so machen. Es geht am Ende die PlayStation-Karte raus von der Runde, wo ich am meisten Tode habe. Dadurch, dass wir hier nicht am Anfang anfangen konnten. Geh weg. Nice. So, jetzt. Und wieder. Er steht 39-1. Es ist einer in meinem Team, der 2-21 steht. Musst du mir kurz ein bisschen Emerald angucken. Damit wir das nochmal haben. Wir haben 22 Tode und haben 10 Kills mit dem Lefty. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Das gesamte Team von uns eingeschlossen, war komplett scheiße. Also wirklich komplett scheiße. Ich habe 3 Teammates, die zusammen 11-47 gegangen sind. Und es ist Nuketown. Und wir spielen gegen Sense Bananenkuchen, Eric Killer Man, Rosehip the Sane und bei uns ist Papi, Dani, Esakon, Mailmatz und Fury Julian. Das sieht sehr danach aus, als wenn das die perfekte Runde wäre, um noch mehr reinzuscheißen. 3-8 wieder. Der erste im Gegnerteam steht bereits bei 5 Kills. Ich habe mir diese ganze Herausforderung deutlich einfacher vorgestellt. Habe aber ganz vergessen, dass ich halt einfach gar nicht schießen kann. Okay, die Granate zählen wir weg. Hat eh nicht getroffen, macht nichts. Die habe ich so ein bisschen noch im Kopf gehabt. Die Frage, die ja so ein bisschen auch Thema von dem Ganzen ist. Warum wird es nie wieder Jetpack-CODs geben? Digga, Leute, es ist unmöglich, mit Nahkampfwaffen in Black Ops 3 Kills zu machen. Es ist nicht möglich. Guckt euch das an. Türkisch Spore. Ich würde so gern eine richtige Waffe in die Hand nehmen und hier loslegen, ne? Komm her, komm her, komm her. Nein, Digga. Ich werde arm. Ich werde arm. Ich verdiene mit einem Video nur 60, 70 Euro. Wenn ich jetzt schon wieder 50 ausgebe, dann verdiene ich gar nichts. Komm her. Komm. Scheiße. Oh, oh. Oh, shit. Ich habe den falschen Spezi. Ich habe alles falsch dabei. Okay. Okay. Ich flash mich selber. Ich habe keine Taktikmaske. Ich werde von hinten gekillt. Unser Team kriegt in die Schnauze. Perfekte Voraussetzung, um so eine Runde zu schaffen. Bananenkuchen zerstört uns auch. Ja, dass wir so zerstört werden, ist kein Grund dafür. Oh mein Gott. Dass wir so zerstört werden, ist kein Grund oder nicht der Grund, warum es COD nie wieder geben wird. Der Grund, warum COD, so wie hier, Jetpack-mäßig nie wieder vorkommt, ist ein ganz einfacher. Durch Jetpack-CODs ist die Skill-Gap bei Games viel zu groß. Das heißt, viele Spieler können, wenn sie Scuff boosten, wenn sie jumpen, viel, viel mehr Skill zeigen als ein Anfängerspieler.
Das war so eine scheiß Challenge, die ich hier bekommen habe. Das ist die beschissenste Challenge, die ich je bekommen habe. Es ist gar nicht möglich. Guckt euch das an. Guckt euch die Lobby an. Es steht 30 zu 71. Ich habe 3 Kills. Ich habe absolut... Oh mein Gott. Ich flash mich auch einfach mehr selber als alles andere. Ja, nice. Jetzt kommt so eine Kobe ran. Ja, absolut. Absolut, es muss der Tempest... Oh, er hat 6... Ja, nice, mein Bester. 6 Perks dazu, perfekt. Perfekt, das sieht sehr legit aus bei dir. Ich bin sehr angetan davon. So, den habe ich. Ja, nein. Okay, den habe ich. Wichtig. Ich habe 4 Kills, Leute. Die Runde ist gleich vorbei. Mein Team kriegt absolut Nukes kassiert. Und im Prinzip, Leute, es gibt 2 Gründe, warum Jackpack CODs, um das einmal aufzugreifen, einfach nicht mehr kommen werden. Das erste ist, die Skill Gap in COD bei Jetpack CODs ist einfach viel zu groß. Komm her! Oh shit. Dadurch, dass man Scuff boosten kann, dass man Scuff Pedals benutzen kann, dass man springen kann, dass das Aim schwieriger ist, wenn man in der Luft ist, all diese Sachen kann SBMM nicht ordentlich kompensieren. Das heißt, wenn ihr, sagen wir mal, SBMM umgeht, es gibt ja so ein paar Tricks dagegen, und ihr spielt als guter Spieler in einem Jetpack COD gegen einen Anfänger, dann macht ihr diesen Anfänger 100 Mal in einer Sekunde fertig. Ich ficke dich jetzt und du zahlst einen Euro mehr, du Hurensohn. Komm her! Oh mein Gott. Es ist völlig unmöglich für den Anfänger, irgendwie dagegen zu halten. Das zweite ist, bis auf Black Ops 3 sind Advanced Warfare, Infinite Warfare, all diese CODs komplett gefloppt. Was daran lag, dass man viele Sachen dort nicht richtig gemacht hat. Und der letzte Grund, und ich kann es nicht glauben, dass wir es nicht geschafft haben, in über 30 Minuten das anzusprechen. Treyarch soll angeblich, sagt Activision, in den nächsten Jahren nur noch für den Zombie-Modus verantwortlich sein. Das heißt, wir gucken kurz aufs Scoreboard, 6 zu 19, die erste Runde war irgendwas mit 22 Toten. Das heißt, unter irgendeinem, der unter diesem Video kommentiert, wie schlecht diese Challenge war und wie eklig die war, verlose ich einmal Eneba-Guthaben im Wert von 22 Euro. Wichtig, Leute, ihr müsst mir bei Instagram folgen, damit ich demjenigen dann bei Insta das auch schicken kann. Alternativ werde ich einen YouTube-Kommentar aussuchen und unter dem Video dort kommentieren. Treyarch soll angeblich nur noch für den Zombie-Modus verantwortlich sein. Das heißt, Treyarch ist ja eigentlich das Entwicklerstudio für Advanced Movement, weil sie es mit BO2 gut gemacht haben, BO3 gut gemacht haben, BO4 ordentlich gemacht haben und Cold War ist eigentlich eine Enttäuschung vor dem Herrn. Ich habe nicht das Gefühl, dass Sledgehammer und Infinity Ward in der Lage sind, ein gutes Advanced Movement Game zu machen, auch wenn ich persönlich Bock hätte. Was ich nicht mehr bräuchte, ist noch ein WW2 Game und deshalb freue ich mich sehr, dass Vanguard vor der Tür steht. Leute, das war eine absolute Kack-Challenge. Die Bestrafung folgt sogleich. Ich suche mir einen von euch aus den Kommentaren aus. Lasst gerne Like und Abo da und sucht euch gerne eine neue Challenge für die nächste Folge aus. Wir sind in 2 Runden immer noch Level 8. Fick mein Leben. Jungs, ich bin raus.